So Leute, ich habe ziemlich heftige Neuigkeiten für euch und zwar kam ja heute das Update raus, wir hatten auch eine Downtime und ich werde euch jetzt mal alle krassen neuen Sachen zeigen, die geleakt worden sind. Also, die Downtime ist jetzt hier vorbei, schreibt doch hier ShinerBR, er hat geschrieben, die Downtime hat jetzt begonnen, sorry. Aber, seht ihr das hier? Das sind doch mal die krassesten Leaks, oder? Das ist das einzigste, was sie heute ins Update reingeballert haben. Ein Skin, den es schon gibt, mit einem Zweitstil. Den Zweitstil finde ich so, naja, 50-50 würde ich sagen. Schreibt es eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like da und ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich extrem darüber freuen. Ja, also ich habe irgendwie keine Worte. Ich weiß nicht, seit 2-3 Wochen bringt Epic Games keinen krassen Content. Ich will einfach nur das Jumpbait wieder zurückhaben. Deswegen zocke ich auch zurzeit mehr Modern Warfare. Falls euch Modern Warfare oder allgemein andere Spiele interessieren, checkt gerne meinen Zweitkanal ab. Hier oben in der Infokarte ist der Zweitkanal verlinkt oder unten in der Videobeschreibung könnt ihr gerne abonnieren, falls ihr andere Spiele auch feiert. Wie gesagt, es gibt echt nichts Neues. Ich finde es echt schade von Epic Games. Ich hätte echt gedacht, dass sie heute Battle Pass Erweiterung reinhauen, Weihnachtsupdate, Weihnachtskarte, Schnee etc. reinhauen. Aber nein, nichts. Das Einzige, was jetzt noch geupdatet worden ist, ist wahrscheinlich bei Risky Reels. Ich zeige euch das hier oben mal. Ich glaube, Hypex hat es geleakt. Ja, genau, ShinerBR wollte ich schon sagen. Hä, warum wollte ich ShinerBR sagen? Naja, egal. Hier, paar Kräne kommen jetzt zur Karte, aber sonst ist nichts Besonderes passiert heute. Also ich weiß auch nicht, was die sich hier so dabei gedacht haben. Sollte auch nur ein kurzes Infovideo sein, falls ihr euch dachtet, hä, was ist denn jetzt hier mit dem neuen Update passiert? Ist was Neues da? Ist nichts Neues da? Und ich kann euch leider sagen, es ist leider nichts Neues da. Enttäuscht mich leider. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.